Der zweite Trailer für Deadpool and Wolverine ist jetzt erschienen. Und Leute, ich will jetzt wirklich nicht viel um den heißen Brei herumreden. Der Trailer ist wirklich eine 10 von 10. Und in diesem Video gibt es meine Analyse, Besprechung, Meinung, Review, was auch immer zum neuen Deadpool 3 Trailer. Alles, was ihr verpasst habt, worum es jetzt wirklich in der Story geht und alles Wichtige zu diesem Trailer in diesem Video. Fangen wir also direkt an. Und ohne viel vorwegzunehmen, dieser Trailer ist wirklich ein Banger. Das ist wirklich einer der besten Marvel-Trailer seit einer langen, langen Zeit. Und ich kann auf jeden Fall für mich sagen, ich bin endlos gehypt auf diesen Film. Der letzte Trailer war ja sehr Deadpool-fokussiert, natürlich, und hat uns gezeigt, wie der Film so richtig anfangen wird, wahrscheinlich. Also mit Deadpool und der TVA und so weiter und so fort. Und in diesem Trailer geht es halt wirklich um Wolverine, um Hugh Jackman. Und es tut so gut, Hugh Jackman nach so vielen Jahren wieder als Wolverine zu sehen. Das letzte Mal war ja 2017 in dem wirklich fantastischen Meisterwerk Logan und seitdem, seit was, 7 Jahren haben wir ihn nicht auf der großen Leinwand gesehen und jetzt ist er zurück. Und das ist tatsächlich nicht derselbe Wolverine aus Logan, was meine größte Befürchtung war, dass sie den Film ansprechen und das fände ich sehr, sehr schade, weil Logan war ein fantastisches Ende für den Wolverine aus der gesamten X-Men-Timeline. Dieser Wolverine in Deadpool 3 ist ein ganz anderer. Es ist ein Wolverine aus einem ganz, ganz, ganz anderen Universum. Und wir erfahren schon in den ersten Sekunden in diesem Trailer, dass dieser Wolverine schuld ist, dass seine Welt tot ist oder dass seine Welt verstorben ist. Also irgendwas Schlimmes ist passiert. Was genau, werden wir natürlich im Film erfahren. Aber irgendwas Schlimmes ist passiert. Und dieser Wolverine ist anscheinend daran schuld, dass seine Welt jetzt tot ist, dass sein Universum gestorben ist. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind die X-Men in seinem Universum alle verstorben. Vielleicht hat Apocalypse oder Magneto in seinem Universum gewonnen und die Mutanten ausgelöscht. Ich bin sehr gespannt auf die Begründung und was für eine Story dieser Wolverine im diesem Film haben wird. Aber wir wissen auf jeden Fall, dieser Wolverine ist ganz alleine und wir sehen schon am Anfang des Trailers, dieser Wolverine ist komplett am Ende. Er hat so eine kleine Auseinandersetzung mit Deadpool in so einer Bar, was wirklich eine sehr unterhaltsame Szene ist. Ich liebe die Dynamik zwischen den beiden und wir sehen dann schon, wie dieser Wolverine einfach möchte, dass es zu Ende geht. Er lehnt sich extra nah an die Pistole von Deadpool, was schon irgendwo deprimierend ist. Und man kann auf jeden Fall sehen, dieser Wolverine ist komplett am Ende und möchte einfach kein Held mehr sein. Aber wie es so ist in einem Deadpool-Film, in einem Superheldenfilm, natürlich wird Wolverine irgendwie mit Deadpool zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, dieses Duo, Leute, es ist so surreal, dass wir das wirklich in einem Film bekommen. Also wir haben wirklich Hugh Jackman als Wolverine im gelben, blauen, comic-akkuraten Kostüm ohne Ärmel. Jetzt fehlt wirklich nur noch die klassische Maske, die er wahrscheinlich bekommen wird. Und dann haben wir wirklich einer der geilsten Sachen überhaupt. Und dieses Duo wird diesen gesamten Film tragen. Also wirklich die Dynamik, das Rumgefluche, die wirklich brutalsten Actionsequenzen zwischen den beiden und wie vulgär und brutal und blutig und over the top und albern das sein wird, das wird auf jeden Fall diesen Film tragen. Und wir sehen auch in diesem Trailer ein paar Sequenzen von unserer Schurkin und das ist Cassandra Nova. Über sie habe ich auch in der letzten Trailer-Analyse gesprochen, aber jetzt gerne nochmal. Cassandra Nova, gespielt von Emma Corrin, heißt die Schauspielerin, glaube ich, ist in den Marvel-Comics die, haltet euch fest, böse Zwillingsschwester von Charles Xavier. Und ja, das meine ich wortwörtlich. Und sie ist die Antithese zu Charles. Sie ist alles Böse. Sie ist einfach wirklich das komplette Böse, was Charles nicht hat. Also wirklich, wenn ihr euch Charles Xavier vorstellt, in so böse wie es geht, in einer reinen bösen Form, das ist Cassandra Nova. Sie ist die Antithese. Sie ist Chaos, sie ist Zerstörung, sie ist Tod, sie ist wirklich alles Negative in dieser Welt in einer Person zusammengefasst. Und sie ist eine Schurkin, über die nicht so viele Leute was wissen, aber das ist auf jeden Fall eine Schurkin, die in den Comics zumindest ziemlich viel Schaden angerichtet hat. Denn in den Grant Morrison X-Men Comics vor ein paar Jahren war sie die Hauptschurkin und Cassandra Nova hat versucht, auf der Mutanteninsel Genosha ungefähr 16 Millionen Mutanten umzubringen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, sie war relativ erfolgreich damit und ist somit direkt in die Geschichtsbücher eingegangen als einer der gefährlichsten Mutantenschurken aller Zeiten. Und diese Cassandra Nova oder eine Version davon bekommen wir jetzt in Deadpool 3 zu sehen, gespielt von Emma Corrin. Sie hat eine Glatze, genau wie ihr
Zwillingsbruder Charles Xavier. Ob wir auch Charles Xavier sehen werden, weiß ich nicht. Ich kann es mir denken, aber das ist auf jeden Fall eine Überraschung für den fertigen Film. Und wir sehen dann eben Cassandra Nova, wie sie kurz gegen Wolverine kämpft und ihre telepathischen Kräfte benutzt, um seine Klauen zu kontrollieren. Und ihr seht schon, sie hat auch telepathische Kräfte und telekinetische Kräfte wie Charles Xavier auch. Also sie kann Dinge mit ihrem Verstand bewegen und ist wahrscheinlich unfassbar stark und eigentlich unbesiegbar. Deswegen bin ich persönlich sehr gespannt, wie man mit dieser Schurkin umgehen möchte und was für eine Rolle sie in diesem verrückten Film spielt. Und wenn wir schon bei X-Men-Schurken sind, es tauchen einige X-Men-Schurken in diesem Trailer auf als kleine Cameos. Denn in dem Trailer sehen wir einerseits Alioth. Das war dieses riesige lilane Wolkenmonster aus der Loki-Serie, was im Void, also in dieser Taschendimension der TVA, wirklich alles verschlingt. Also nochmal ganz kurz, wir hatten die TVA, das war die Time Variance Authority und die sind ungefähr dafür da, um das Multiversum zu beschützen und verschiedenste Kriminelle und freie Zeitlinien einfach aus der Existenz zu löschen, sodass das Multiversum nicht stirbt. Das haben wir alles in Loki kennengelernt. Dann gibt es The Void. Das Void ist einfach so eine kleine Taschendimension, das ist so so eine Art Mülleimer für das Multiversum, denn alles, was von der TVA gestutzt wird oder gepruned wird aus der Existenz, landet dann im Void und wird dann schlussendlich von Alioth wortwörtlich aufgefressen und wird dann endgültig aus der Existenz gelöscht. Wie gesagt, das haben wir alles in Loki gesehen, also würde ich euch raten, nochmal Loki Staffel 1 zu schauen oder meine Videos zu Loki gibt es ja auch noch. Das heißt, Alioth macht in diesem Film einen Auftritt und wird wahrscheinlich für Chaos im Void sorgen. Und wir sehen dann auch noch eine Leiche von einem ganz großen Ant-Man. Wir sehen hier einen Ant-Man-Helm mit seinem Schädel darunter. Und das ist irgendeine Ant-Man-Variante oder Giant-Man-Variante in diesem Fall, der irgendwie gestutzt wurde. Es könnte Hank Pym sein, es könnte Scott Lang sein. Wer weiß, keine Ahnung, was hier passiert ist. Es ist auf jeden Fall die große Leiche von einem gewissen Ant-Man. Und in diesem Schädel lebt dann Cassandra Nova. Und um diesen toten Körper herum haben verschiedenste X-Men-Schurken, zu denen ich gleich kommen werde, eine Basis aufgebaut. Und in dieser Szene mit diesem Ant-Man-Schädel sehen wir dann ein paar kleine coole Cameos. Direkt hier vorne vor diesem Laufsteg, dieser rote Typ hier, der aussieht wie der Teufel, das ist nicht Mephisto, das ist Azazel aus X-Men First Class. Ein Nebenschurke, der dann für den Hauptschurken gearbeitet hat, also Sebastian Shaw hieß er, und Azazel, dieser rote, teuflische Typ, der konnte sich einfach teleportieren, ähnlich wie Nightcrawler. Aber wie gesagt, Nebenschurke hatte echt nicht so viel zu tun. Aber Azazel ist zurück, was ich auch sehr cool finde. Und die Frau, die neben ihm steht, mit diesen ganz langen Krallen oder Fingernägeln, das ist Lady Deathstrike aus dem zweiten X-Men-Film. Auch eine etwas kleinere Nebenschurkin aus X-Men 2. Aber sie hatte einen richtig coolen Kampf gegen Wolverine damals gehabt und ich hoffe, wir bekommen in diesem Film auch einen Rematch zwischen den beiden, denn das würde ich richtig fühlen. Dann im Hintergrund sehen wir auch noch Pyro aus X-Men 2 und X-Men 3, diesmal ein paar Jahre älter und Pyro haben wir auch im ersten Trailer gesehen, das war so ein Typ, der einfach mit Feuer umgehen konnte und Feuer bändigen konnte und damals in X-Men 2, X-Men 3 war er noch sehr jung, jetzt ist der Schauspieler auch gealtert. Es ist derselbe Schauspieler wie damals, was ich auch richtig cool finde, dass man ihn zurückgebracht hat und jetzt ist Pyro auch noch zurück, haben wir ja schon im ersten Trailer gesehen, und noch so ein paar kleinere Schurken, die konnte ich jetzt nicht alle identifizieren. Ich glaube, irgendwo hier vorne ist Toad aus dem allerersten X-Men-Film. Also, wenn die Toad zurückgebracht haben, das wäre richtig krass. Und das sind auf jeden Fall so ein paar kleine Cameos, so ein paar kleinen X-Men-Schurken. Das ist nichts Großes, das sind wirklich nur Nebenfiguren gewesen, aber ich persönlich finde es einfach richtig cool, dass man trotzdem noch an solche Figuren gedacht hat. Und bei so einem multiversalen Roadtrip-Buddy-Cop-Film darf ja eine Person nicht wirklich fehlen. Denn welcher andere Marvel-Held hat sehr viel mit dem Multiversum zu tun? Es ist natürlich Doctor Strange. Und am Ende des Trailers springen Wolverine und Deadpool in ein Portal rein. Und das ist ein Portal, das sieht genauso aus wie ein Portal von Doctor Stephen Strange oder generell von den Zauberern des MCUs. Das mit diesem orangenen Kreis und diesen kleinen Fitzel und diesen Funken, die da rauskommen, das sieht genauso aus wie ein, ich sag mal, MCU-Zauberer-Portal. Also das ist ein Portal von The Ancient One, von Wong, von Doctor Strange oder von all den Zauberern, die wir im MCU so kennengelernt haben. Und das ist ein Portal, das sieht dann wirklich eins zu eins genauso aus. Also wirklich, das ist nicht mal weit hergeholt. Das muss ein Portal sein von irgendeinem Zauberer.
Und das könnte halt wirklich Doctor Strange sein, das könnte Wong sein, das könnte irgendein anderer Zauberer sein. Und ich bin einfach so gespannt, was das für ein Film wird. Also ich kann mir das nicht zusammenreimen, dass wir Deadpool und Wolverine mit der TVA, mit einem Doctor Strange-Portal hier sehen. Es macht von vorne und hinten eigentlich keinen Sinn, aber ich freue mich dennoch auf dieses Abenteuer, was so albern, so vulgär, so blutig und einfach so over the top sein wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut wird und ich habe wirklich große Hoffnung, dass das einer der besten MCU-Filme seit einer langen, langen Zeit wird und ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Was sagt ihr zu diesem wirklich absolute wilden Deadpool and Wolverine Trailer? Schreibt mir gerne eure Meinungen, Ansichten und Theorien zu diesem Film gerne jetzt unten in die Kommentare. Das war's für dieses Mal, macht's gut, euer Superlogie, bis zum nächsten Mal und let's f***ing go!